Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part Fable 2. Ja, ich bin auch wieder da. Ja, die letzten Male gab es, wie gesagt, nur die Zockbox. Ja, sollte sich jetzt hier wieder an meine Audio ein bisschen was umgestellt haben, weil es gab mal wieder ein Update. Daher hat sich da auch ein bisschen wieder was umgestellt. Sollte dementsprechend, das werde ich im Nachhinein dann nochmal anschauen und mir anhören. Und ja, dann wird das im nächsten Part wieder behoben. Ja, ich war auch eine längere Zeit im Spiel wieder nicht drin und ich habe dennoch wieder mal einiges an Geld bekommen. Und ich denke mal, in der nächsten Aufnahme werden wir ohne, also könnten wir dann das Let's Play abschließen. Denn wie ihr hier sehen könnt, uns fehlen nur noch nicht mehr viel. ja, dann haben wir das Geld auch zusammen für die fürs Schloss und können dann mit unserer Familie einziehen. Mein letztes Haus hatte ein Rattenproblem. Ich kann mich also jetzt nicht beschweren. Okay, wenn du dich über die Ratten nicht beschwerst. Ja, wie gesagt, sollte im nächsten Part dann das genug Geld da sein, werden wir auch dementsprechend dann ins Schloss einziehen und damit das Let's Play abschließen. Ich werde jetzt noch eine Runde im Bowers Down drehen, um zu schauen. Okay, es scheint immer noch synchron. Ja, scheint immer noch synchron zu sein. Sorry, dass ich das immer wieder überprüfe, aber ihr kennt das ja bei mir. Paranoia ist bei mir Standard. Ich möchte euch ja das Beste Mögliche bieten. So wie es aussieht, haben wir hier beim Bowerstone-Markt eigentlich theoretisch alles gekauft. Heißt natürlich theoretisch. Ah, die Schmiede. Ich sehe aber kein Schild. Doch, da. Wie viel bringt uns das denn? Grundwert, städtische Wirtschaft, 4100. Aber wir kaufen es trotzdem, weil wir sind reich. Wir gehen in Immobilien rein. Also einige Quests haben wir noch vor uns, die wir machen können. Ich habe euch ja zur Wahl gelassen, ob wir die restlichen Quests auch noch machen sollen oder sagt ihr euch doch eher hier, ach, macht das Let's Play endlich mal zu Ende. Damit wir ihm halt dementsprechend die neuen Let's Plays anfangen können, also Dark Watch und Mortal Kombat Deception. Ich muss auch dazu sagen, ich habe seit vorgestern Urlaub. Ich habe jetzt 2 Wochen ein Stück. Ich habe die letzten Tage jetzt wirklich damit verbracht, mich erstmal nicht zu machen, mich auszuruhen und mich erstmal zu erholen. Ich hoffe, ihr habt dafür natürlich Verständnis. Und es ist relativ früh am Morgen beim Urlaub, so, ich denke mal, wir haben es kurz vor 8. Und ja, ich werde, wie gesagt, wieder schauen, dass ich so im Laufe des Tages immer mal 2 Parts aufnehme. Damit wir, ja, ich will das prüfen. Damit wir dementsprechend dann, oder ihr zumindest dementsprechend dann auch, ihr haltet in seinen Laden einen Nachlass von 25%, das ist gut. Damit wir dann eben halt, oder ihr, so rum, ja, ihr, ganz gut Videos habt. Weil ich immer wieder sage, ich kann nicht so genau sagen, ob ich nämlich dazu komme, in der Arbeitswoche oder am Wochenende mich dazu hinreißen lassen kann, aufzunehmen. Aber das kann sich natürlich legen, sobald wir die neuen Let's Plays anfangen, dass dann wieder übelst die Lust da ist, bis es dann wir mittendrin sind, wo ich dann wieder sage, ich habe irgendwie keinen Bock.
Aber man ist es ja von mir mittlerweile gewohnt. Und ja. Bis jetzt. Jetzt kam da auch dementsprechend noch keine negative Resonanz. Was ich mich auch sehr glücklich macht, dass ihr das auch dementsprechend akzeptiert. Und ja. Ich hoffe, ihr habt so viel Bock wie ich, die neuen Let's Plays anzufangen. Ja, ich bin der Auserwählte. Der Chosen One. Ich bin auch in der Matrix, werde ich auch Neo genannt. Geil. Kommt her! Nein? Wir müssen ganz Bowerstone aufkaufen. Unglaublich. Na, was kriegen wir denn hier? Einen Diamanten, den ich verkaufen kann und nochmal in Immobilien reinstecken kann? Ich bin immobiliensüchtig, Digga. Launenring? Ja, den können wir schenken. Ja, mag zwar für euch jetzt ein bisschen langweilig sein, aber ich denke mal, wir kaufen jetzt noch so gut wie es geht hier alles ab und dann fangen wir die nächste Quest an. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Quest wir als nächstes machen werden. Vielleicht habe ich im letzten Part was gesagt, aber ich, wie gesagt, ich schaue meine eigenen Let's Plays so gut wie gar nicht. Ich höre mir höchstens dann nochmal die Audio an, ob auch alles synchron ist und etc. Angesehene Persönlichkeit. Es ist mir verneigt euch, ich habe euch vor den Tyrannen Lucien gerettet. Yippie. Ihr Bauern. Okay, dann haben wir hier oben alles. Aber das gibt uns einen sehr guten Wachstumsschub, was unsere Finanzen angeht. Ich weiß, es gibt überhaupt gar keinen Sinn, aber egal. Da oben ist ein Schlüssel, den will ich haben. Ich bin der Vermieter und ich darf reinkommen. Alles sehr schön, ja. So, was haben wir da? Silberschlüssel. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber das juckt mich jetzt auch nicht. Ich glaube, Mugu hat uns noch eine Quest zu geben. Oder wir haben die Quest noch gar nicht abgeschlossen, die wir das letzte Mal gemacht haben. Hier gibt es so einen Friedhof. Hier wollen wir nicht hin. Gut. So, damit haben wir eigentlich ganz Bowerstone aufgekauft. Bis auf das Schloss. Ja. Die Vision. Kehrt zu Mugu zurück. Für euch ist die Zeit gekommen, in die Zukunft zu blicken. Das machen wir mal. Das scheint nämlich auch eher was relativ schnell geht. Und ich muss auch sagen, ich habe auch einige Xbox Classic Spiele ausprobiert. Ja, es ruckelt, soweit ich da gesehen habe, bei den meisten nichts mehr. Ich musste offensichtlich da nur ein Update ziehen und fertig. Also sollte das alles ganz gut vonstatten gehen. Und ich freue mich auch einfach, Mortal Kombat Deception wieder zu spielen, sage ich so, wie es ist. Da seid ihr ja. Meine Quelle hat es endlich geschafft. Hier ist etwas, das einen Blick in die Zukunft gewährt. Auch wenn es nicht ganz das ist, was ich erwartet hatte. Ich wollte eine hübsche Kristallkugel oder ein paar Karten. Selbst ein Eimer Eingeweide wäre besser gewesen als das. Hier, ihr könnt das Ding haben. Das kauft mir eh keiner ab. Und ehrlich gesagt, bekomme ich davon Zustände. Und was für welche? Turmstatue. Viel Glück damit und sagt niemandem, dass ich es euch kostet.
Warte mal, wir können ja noch was von ihnen kaufen. Wir haben ja genug Kohle. Ich würde gern meinen Hund gerne. Wir haben Husky, Bluthund, Dalmatiner, Tölenhund. Ich glaube, Tölenhund ist er sowieso. Wollen wir einen Husky machen? Komm, wir machen Husky. So. So, mein hübscher Freund. Und wer zu einem Husky? Ja, so ein Feini, ne? Ja, hast du fein gemacht. Oh, ja, ist der hübsch. Ich hätte mir noch ein bisschen Schwarz mit reingewünscht, aber ja, man kann ja nicht immer alles haben, ne? Oh, so ein Feini. So, wir werden mal das Artefakt benutzen. Ich glaube, das war bei verschiedenes Turmstatue hier. Da sind wir wieder, Theresa. Da bist du wieder. Du wusstest, dass du zurückkehren würdest, oder? Ich kenne deine Frage. Ja, der Turm hatte auch ein Geschenk für mich. Die Zukunft hat mir immer zugeflüstert. Ich bin ihrem Klang blind gefolgt. Aber jetzt kann ich jede mögliche Zukunft sehen. Es gibt zu viele Wege, um sie zu zählen. Doch in einigen Momenten laufen sie zusammen. Manches kann man nicht vermeiden. Vorsehungen, die sich erfüllen. Ich werde dir so eine Zukunft zeigen. Nimm noch einmal meine Hand. Ich vertraue dir. Viele Jahre später. Ein König spürt das Alter auf sich lasten und die Verantwortung für ein Königreich. Okay, dann ist es das, was wir... Dies sind seine treuen Männer. Sie würden für ihn sterben. Unzählige fielen schon, in der Heimat und in der Ferne. Sie würden ihm überall hin folgen. Dies ist sein Volk, Untertanen, die ihn anbeten, die darauf vertrauen, geführt, beschützt und regiert zu werden. Dies ist sein Thron. Albion sitzt der Macht. Hier hat er Entscheidungen getroffen, Urteile verkündet und eine Nation angeführt. Aber all dies ist völlig unbedeutend. Dies ist die wahre Zukunft. Sein ungeborenes Kind mit einer höheren Bestimmung. Ein Kind, von dem einst Albions Schicksal abhängen wird. So wie Auroras Schicksal. Das wirst du noch verstehen. Du musst dein Leben leben und dich auf die Zukunft vorbereiten. Mach's gut, kleiner Spatz. Und denk daran, ich bin immer da und sehe dich. So, da habe ich mich offensichtlich geirrt, dass wir das Schloss kaufen und dann den Epilog, so gesagt, einleiten, was uns die Zukunft bereithält. Aber das hat ja die Statue des Zackenturms
ausgelöst, aber ich werde daran festhalten, wir werden das Let's Play erst beenden, wenn wir das Schloss kaufen. Und dann ist für mich auch dieses Let's Play endgültig vorbei. Ja. Die werden wir aber, das Gewand werden wir erst anziehen, wenn wir das Schloss gekauft haben. Ihr habt gesehen, was vor euch liegt, doch es wird Jahre dauern, bis ihr die wahre Bedeutung eurer Vision erkennt. Ja, das ist so gesagt der Startschuss zu Fable 3. Okay, wir müssen nochmal dahin. Zurück von eurer Reise in die Zukunft? Hat sich als günstig erwiesen, ja? Man will sich ja nicht abmühen, um herauszufinden, dass man morgen ins Gras beißt. Mir ist es dank euch großartig ergangen. Seit alle wissen, dass ihr diese seltenen und wundersamen Gegenstände bei mir ersteht, brauche ich keine andere Werbung. Meine Quelle, ihr wisst sicher wer, hat euch einen letzten Gegenstand hinterlassen. Etwas, das nur einem Helden gefallen kann. Ohne zu viel verraten zu wollen, haltet vor dem Benutzen lieber die Waffe bereit. Viel Glück, alter Freund. Kauft das nächste Mal wieder bei Murgo ein. Okay, Kolosseum. Das werden wir uns jetzt nicht anschauen. Schüchtern und zurückhaltend, Kollegen. Das könnte wie so der Hexenkessel sein. Okay. Okay, jetzt hat er sich auf einmal schwarz gemacht. Was ist denn los mit dir? Hier werde ich mal kurz den Part beenden. Ich werde im Anschluss gleich noch einen Part aufnehmen und ja. Weil es hat gerade an der Tür geklopft und da muss ich mal ran. Also, bis zum nächsten Part. Also haut rein und ciao.